Herzlich willkommen zu den Vorrichten in Anis Welt. Nach den turbulenten Ereignissen in Vorrichten Teil 2 begann endgültig eine neue Zukunft für die Menschheit auf dieser Erde. Kurz nachdem sich die Monolithen, die die Menschheit retteten, sich wieder in den Tiefen der Erde zurückgezogen hatten, fielen alle Menschen in einen tiefen Schlaf. Nach dem Erwachen war die Erde, so wie wir sie kannten, nicht mehr vorhanden. Die neue Erde werde ich in meinen kommenden Vorrichten genau beschreiben. An diesem Morgen wachte jeder Mensch in einer Kuhle aus frischem, weichem Moos und Gras auf. Blumen und Kräuter, die ringsherum wuchsen, verströmten einen wohltuenden Duft und stimulierten die Sinne. Was für eine Wonne, so aufzuwachen! Der Blick zum Himmel war fantastisch. Es fehlen die Worte, um die Schönheit der Farbe Monoli zu beschreiben. In Kombination mit allen anderen Farben wechselte der Himmel sein Farbspiel immer wieder harmonisch ab. Es erinnerte an eine Aurora Borealis am Nordpol. Am liebsten legten sich viele Menschen in ihre kuschelige Kuhle und beobachteten fasziniert den immer wieder neu entstehenden Himmel mit seinem vielfältigen Farbspektrum. Währenddessen ließen sie ihrer Fantasie freien Lauf. Alles, was sich gewünscht und vorgestellt wurde, nahm in Gedanken Form an. Der Duft der Blumen und die wunderschöne Farbpracht halfen den Menschen dabei, ihre Gedanken in eine Form zu hüllen. Je intensiver man spürte, desto schneller manifestierte sich ein Gedankenkonstrukt. Dieses Konstrukt fiel dann in Form eines Tropfens vom Himmel direkt in die Hand des Menschen, der sie erschaffen hatte. Bei Zusammenkünften, die regelmäßig bei einem Dolmen stattfanden, wurde dieser Tropfen von Hand zu Hand gereicht. Jeder konnte sich die neu erschaffene Form ansehen und seine Gedanken mit einbringen. Es konnte so die ideale Form, zum Beispiel einer Pflanze, herausgefiltert werden. Nachdem die Impulse der anderen Menschen mit in diese Form eingeflossen waren, erhielt der Erschaffer den Tropfen zurück. Voller Wertschätzung und Liebe bedankte er sich für die Impulse der anderen und zog sich zurück, um über seine Schöpfung nachzudenken und um die liebevollen Ratschläge mit in seine Manifestation einzubeziehen. Nun konnte sein Werk in Erscheinung treten. Aber halt! Um nicht doch etwas zu erschaffen, was nicht in diese schöne neue Welt passte, wurde ein ganz besonderer Ort aufgesucht. Das Miniatur-Projektions-Betrachtungs-Universum. Es erinnerte etwas an die damaligen Tempel, die komplett von Mutter Erde verschwunden waren. Sie wurden ja auch nicht mehr benötigt, da die alten Glaubenskonstrukte nicht mehr existierten. Das Miniatur-Projektions-Betrachtungs-Universum, auch voller Respekt Miprobetun genannt, war von jedem Menschen schnell und leicht zu erreichen. Ein Gedanke an diesen Ort und schwupps, beamte man sich dorthin. In einer wunderschönen Landschaft, umgeben von Bergen, bettete sich das Miprobetun harmonisch ein. Vier Flüsse flossen an diesem Ort zusammen und sprudelten als natürliche Fontäne vor dem Eingang des Miniatur-Projektions-Betrachtungs-Universums zusammen. Jeder Mensch, der in dieses Gebäude, was in einem Berg lag, wollte, nahm zuerst eine reinigende Dusche unter dieser Fontäne. Es diente dazu, dass nur reine Gedanken in das Miprobetun gelangten. Nicht, dass noch Reste aus der Vergangenheit die Zukunft beeinflussen konnten. Nach der Dusche konnte in den Berg eingetreten werden. Der Eingang befand sich direkt hinter der Vierflussfontäne. Wie von unsichtbarer Hand öffnete sich der Berg, wenn ein Mensch vor ihm stand.
Nach dem Eintritt verschloss sich der Eingang wieder und man stand in der Vorhalle zu Miprobetum. Diese Halle war ca. 18 Meter breit, 18 Meter hoch und 18 Meter lang. Von Sonnenlicht durchflutet und strahlend hell wirkte die Vorhalle sehr eindrucksvoll. Ein Gefühl von absoluter Geborgenheit und Liebe durchströmte jede Zelle des Körpers. Am Ende der Halle befand sich der heiß ersehnte Raum, um nun sein Schöpferwerk einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Wieder öffnete sich eine Felsenwand. Angenehmes weißes Licht erfüllte den Raum und kleine weiße Blitze leuchteten hier und da an den Felswänden auf. Es war ein magischer Anblick. In der Mitte befand sich ein großes Monument, was wie eine Piskas geformt war. Zwei Kreise, die sich mittig überschneiden. Die Kreise leuchteten und waren trotzdem aus massivem Gestein angefertigt. Das Gefühl, was aufkommt, wenn man sich das erste Mal voller Stolz und Hoffnung in diesen Raum begibt, ist einfach sensationell. Neben der Hoffnung und dem Stolz auf sein Werk wird man auch durch die Geborgenheit und Liebe zu der Piskas geführt. Voller freudiger Erwartung legte man nun seinen Gedankentropfen, seine Schöpfung, in die Mitte der Piskas. In diesem Moment erklang eine wundervolle Melodie, die beruhigend und aufregend zugleich ist. Währenddessen sammelten sich die kleinen Blitze von den Wänden zu einem Bündel und schießen wie ein gemeinsamer Pfeil von der Decke hinab auf die Piskas. Kurz vor dem Auftritt spaltet der Pfeil sich und bringt durch den Aufprall die beiden Ringe in Bewegung. Der eine Ring bewegt sich rechts herum, der andere links herum. In der Mitte befindet sich der Gedankentropfen. Nun kreisen beide Ringe wie ein Space-Rotator um den Gedankentropfen herum. Das Schöpferwerk nimmt in Miniaturansicht Form an. Gleichzeitig überprüfen die beiden kreisenden Ringe, ob dieses Werk für diese Erde geeignet ist und eine Bereicherung. Tatsächlich kam es vor, dass Schöpferwerke nicht manifestiert wurden. So erging es meine Schwester. Sie erschuf mit einem Gedankentropfen eine wunderschöne, mit geschliffenen Diamanten und Gold gewirkte Krone. Exakt passend für den Umfang ihres Kopfes. Sie stellte sich vor, wie sie diese Krone aufsetzte und wie sie sich damit fühlte. Sie fühlte sich, als könnte sie über alle anderen Menschen herrschen. Das fühlte sich für sie herrlich und richtig an, denn sie nahm sich als ganz besonderen Menschen wahr, als einzigartig und bewundernswert. Aus diesen Gedanken heraus formte sie die güldene Krone und der Gedankentropfen fiel in ihre Hand. Statt dieses Werk, wie gewohnt, mit den anderen zu reflektieren, beamte sie sich einfach sofort zu dem Miniaturprojektions-Betrachtungsuniversum. Vor lauter Eifer versäumte sie es auch, sich unter der Vierflussfontäne zu duschen und zu reinigen. Sie eilte schnell durch die Vorhalle zu Piskas und legte ihren Tropfen voller Stolz in die Mitte. Die kleinen Blitze sammelten sich und schossen von der Decke auf das Monument der Piskas hinab. Die Ringe fingen an, sich zu drehen, rechts und links herum und in sich. Plötzlich verschwand der Gedankentropfen mit einem Pang. Ein schriller Ton erklang und meine Schwester zuckte vor Schreck zusammen. In diesem Moment verstand sie, dass ihre Schöpfung vollkommen ego-basiert war. Ihr Wunsch war es, sich über andere Menschen zu erheben. Sie wollte als heldenhafte Königin über andere herrschen und eben diese Strukturen sollte es in dieser schönen Welt nicht mehr geben. Ebenso hatte sie durch ihr Verhalten ihre Mitmenschen übergangen, die ihr wahrscheinlich
von diesem Schöpferwerk abgerieten hätten. Sehr bedrückt und in ihrem Stolz getroffen, zog sie sich für mehrere Tage in den Wald zurück und versteckte sich dort. Ihre Scham war groß. Als ich sie endlich fand, erzählte sie mir schluchzend von ihrem Erlebnis. Ich nahm sie in den Arm und versuchte sie zu trösten. Gemeinsam gingen wir heim, legten uns ins herrlich duftende Gras und schufen den ersten gemeinsamen Gedankentropfen. Wir freuten uns, dass das zusammen funktionierte. Meine Schwester konnte den Gedanken an glitzernde Edelsteine nicht ganz vergessen. Wir flochten die Edelsteine mit in den Gedanken ein. Auch taten ihr die Glieder weh, da sie auf dem harten Waldboden übernachtet hatte. Mir kam der Gedanke, für sie einen Schaukelstuhl zu formen, und zwar aus Bergkristall. Dieser sollte sie heilen und für ein Gefühl der Geborgenheit sorgen. Meine Schwester fand die Idee so gut, dass wir beide zusammen den Gedankentropfen in Windeseile erschufen. Gut, dass heute das Treffen bei unserem Dolm war. Wir liefen zum Dolm und zeigten unseren ersten gemeinsamen Gedankentropfen. Die Idee wurde voller Begeisterung mit allen anderen geteilt, aber nicht ohne, dass noch weitere wertvolle Ideen mit in diesen Bergkristallschaukelstuhl einflossen. Der Gedanke sollte noch ergänzt werden mit vollkommener Herstellung der Gesundheit und einem Verjüngungsprogramm. Sehr gute Idee! Wir setzten uns wieder zusammen und erweiterten den Gedankentropfen um diese zwei Komponenten. Es war so schön, gemeinsam mit ihr an unserer Schöpfung zu wirken. Als wir fertig waren, beamten wir uns gemeinsam zu Mipro Betun. Nacheinander duschten wir unter der Fontäne. Dabei sprachen wir uns Mut zu. Meine Schwester hatte wegen ihrem letzten Erlebnis bei der Piskas immer noch ein schlechtes Gewissen. Komm, sagte ich, unser Gedankentropfen ist sehr gut und sogar noch verbessert worden durch die liebevollen Vorschläge der Menschen bei dem Dolmen. Ich bin mir sicher, dass unser gemeinsames Schöpfungswerk Zustimmung finden wird. Eingehakt schritten wir zusammen vor dem Berg. Der Berg öffnete sich und wir liefen zusammen durch die helle Vorhalle. Wir fühlten uns nicht nur geliebt und geborgen, sondern auch vollkommen zusammengehörig. Noch ein paar Schritte und wir standen im Raum der Piskas. Hinter uns schloss sich die Tür und die Blitze an den Wänden leuchteten in einer ganz anderen Farbe als sonst. Mit unseren Händen legten wir den Tropfen gemeinsam in die Piskas. Die wundervolle Melodie erklang und wir schauten uns voller Vertrauen tief in die Augen. Die Blitze der Wände zogen sich zu einem magentafarbenen Pfeil zusammen. Die Ringe begannen sich wieder durch die Pfeile in alle Richtungen zu drehen und umkreisten den Gedankentropfen. Schon kurz danach zeigte sich der wunderschöne Schaukelstuhl aus reinem Bergkristall. Wir schauten ihn uns von allen Seiten an und waren begeistert davon, wie gemütlich und stabil der Schaukelstuhl wirkte. Eine Stimme sprach zu uns: Dieses Schöpferwerk dient dem Wohle der Menschheit, bietet jedem die Gelegenheit, seine Wirkung zu entfalten. Sonst schwindet seine Wirkung. Plötzlich beamten wir zurück an dem Ort, von dem wir auch hergebeamt worden waren. Zwischen meiner Schwester und mir stand unser Werk. Unser heilender, verjüngender Bergkristallschaukelstuhl. Aufgrund der Gliederschmerzen legte sich meine Schwester zuerst hinein. Schon nach kurzer Zeit hatte sie keine Schmerzen mehr. Sie schaukelte glücklich mit dem Schaukelstuhl hin und her. Und als sie aus diesem Schaukelstuhl aufstand, war sie schlagartig wieder 25 Jahre alt. Sie hüpfte und sprang vor Freude umher und nahm alle, die um sie herum standen, in den Arm und erzählte ihnen von unserer genialen Schöpfung. Natürlich wollte nun jeder gerne mal in den Schaukelstuhl und das Ergebnis war jedes Mal dasselbe. Jeder wurde gesund und wieder 25 Jahre alt.
Wann bist du an der Reihe? Ich hoffe, diese Vorrichten haben dir gefallen und du bist auch bei meinem nächsten Beitrag wieder mit dabei. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das gerne unter der in der Videobeschreibung angegebenen Kontonummer tun. Herzlichen Dank. Deine Ani.